Keine Sorge, ist nur häusliche Gewalt, Leon. Muss nix mitmachen. Oh, oho, wir haben die Ecke der Schande gefunden. Lass mich gehen! Was soll das? Ihr könnt mich alle! Ihr könnt ja alle nicht hinterher kommen! Ich würde euch abschießen, aber ich kann nicht! Das ist meine Warnung an euch! Ich weiß ja nicht, ob ich mein Kind in ein Waisenhaus stecken würde. Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Let's Play. Diesmal mit Resident Evil 2, einen Teil, den ich von der Reihe noch nicht gespielt habe. Ich sehe, es gibt zwei verschiedene Kampagnen, die man sich aussuchen kann. Entweder Leon oder Claire. Und Claire kenne ich nicht wirklich. Ganz ehrlich, ich weiß, es ist eine große Schande, das zu hören, aber ich habe den Namen Claire und auch noch nur irgendwas von Claire bisher gesehen in den Resident Evil Film. Also bin ich sehr im Unbekannten, was sie angeht. Oh, und einmal im Buch, glaube ich. In irgendeinem Buchteil habe ich mal was gelesen. Habe ich aber nicht viel von dem Buch gelesen, also ich habe keine Ahnung, was mit Claire abgeht. Leon, Leon ist eine andere Geschichte. Also denke ich, wir fahren mit ihm an. Ich meine, er ist sowieso oben, also wieso auch nicht? Was steht denn da als kleines Intro für die Story? Leon S. Kennedy. Wofür steht das S eigentlich bei ihm? Für Sven? Hier steht bestimmt nicht für Sven, aber ne, man weiß nie. Nach tagelanger Funkstille von seiner neuen Stelle in Raccoon City fährt Leon S. Kennedy hin, um nachzusehen. Er ahnt nichts von dem Albtraum, der ihn erwartet. Sind das die Anfänger? Ich meine, es gibt doch Resident Evil 1 noch. Aber ich habe keine Ahnung, wer in Resident Evil 1 mitspielt. Ich glaube, Chris? Kann das sein? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, Leon auf gar keinen Fall. Ist das sein erster Teil? Wenn ja, dann freue ich mich richtig. Ich weiß aber leider nicht. Also, gar keine Ahnung. Wir fangen einfach mal an. Obwohl, ganz ehrlich, bevor ich kurz klicke, will ich kurz lesen, was bei Claire abgeht. Ein anderer Albtraum wartet auf Claire Redfield, die noch nicht weiß, wie sehr sich ihr bisher sehr gewöhnliches Leben ändern wird. Das sind die Anfänge von beiden, oder was? Wir können auch Optionen spielen. Ich meine, Optionen, dritte, beste Kampagnenmöglichkeit. Das ist die beste Kampagne, die ich je in meinem Leben spielen wollen würde. Also, das sollten wir vielleicht machen. Mal Spaß beiseite. Wir fangen an mit Leon. Auch wählen Sie Ihren Spielmodus. Assistiert, Zielhilfe, teilweise Autoerholung, Standard oder Veteran. Jedes Speichern erfordert ein Farbband. Kein Autospeichern, starke Gegner, stärkere Gegner. Wir nehmen Standard, denn ich traue mich an Veteranen bei Resident Evil Spielen absolut nicht an. Also ran, überhaupt nicht. Ich meine, ich krieg's bestimmt hin. Ich weiß noch den Teil mit Nemesis, ja, mit Jill. Ich habe Nemesis zu Tode geboxt. Also mit dem Messer, zu Tode gemessert, als ich keine Munition mehr hatte. Also, es geht. So, also als wir auf diesem Dach waren, diesem Baustellendach. Ich war verzweifelt, im Kreis gelaufen und hab geschlagen. Es hat funktioniert. Also, wir sind Profis. Ja, wir kriegen das locker hin. Jetzt prahle ich hier gerade rum, ne? Aber wenn wir den Teil erstmal starten, bin ich bestimmt im Schreien und Verlieren. Aber an Veteran traue ich mich halt nicht ran. Nein, wir nehmen Standard. Standard ist sowieso am besten, finde ich, für die meisten Spieler. Dann ist es nicht zu einfach und man kann die Story genießen. Nein, Mann, im Ernst, okay? Ich hab's mit eigenen Augen gesehen. Oh, ich glaub dir, Kumpel. Ist das ein Burger? Erzähl uns die Geschichte. Erzähl sie. Okay, es war... ist das nicht? Das sieht eklig aus. Da kam diese Frau auf mich zu. Sie torkelte, weißt du? Dachte mir also, sie ist betrunken. Wow. Wow, okay. Sag uns und sei ehrlich, wie viele Drinks hattest du intus? Nein, Mann, ich war kaum angetrunken. Ach komm. Nein, hör mir zu, okay? Sie kam näher und ich schaute sie mir genauer an. Hättest ihre Augen sehen sollen. Ihre Nase. Ihr ganzes Gesicht sah aus wie verwest. Boah, ja, diese Nase und dieses Gesicht. So richtig hässlich unterwegs gewesen. Klingt nach meiner Frau. Oha, hey. Ich kann seit der Nacht nicht mehr schlafen. Okay, beruhig dich. Nur ich darf die witziger machen. Hey, du musst stark bleiben. Okay, gib dir drauf nicht Angst nachher. Ja, da hast du ganz recht. Wenn du vor diesen Dingern erstarrst, schlagen sie ihre Zähne in dich. Ich hab gesehen. Ach, komm schon. Wurde grad gut. Bitte pass auf die Straße auf, das ist wichtig, ja? Nicht einfach Burger essen und Radio rumfummeln. Och, ich sollte mal schlafen. Oh mein Gott, dieser Typ, ne? Es ist stark am Regnen. Der Typ frisst seinen Burger, hat kaum geschlafen und denkt sich, boah, ich fahr mal Auto und guck mich davon. Du Trottel, was ist denn mit dir los? Wir sind mit den Frauen gefahren. Ich meine, ich würde mich darüber ja erschrecken, aber es ist ganz klar, was für eine Art Frau das sein wird. Die wird gleich noch leben und ihn anfallen. Ich bin mir ziemlich sicher.
Nein. 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 Und da liegt sie. So hässlich wie seine Frau. Oh. Ich glaube, er wird in die Schulter gebissen. Was soll ich tun? Die steht gleich auf und beißt ihn voll in die Schulter. Oh, da ist sie. Da ist Henriette. Ey! Den besten Teil haben wir gar nicht gesehen. Ich wollte sehen, wie sie ihn beißt, wie er in den Burger gebissen hat. Das wäre voll cool gewesen als Animation. Schade. Oh, sind wir bei Leon? Das ist er, oder? Oh, ich hoffe. Das ist ja sowas von. Yay, das ist er. Hallo. Wir haben unseren Liebling gefunden. Niemand da? Komisch. Ja? Keine Sorge, ist nur häusliche Gewalt, Leon. Muss nix mitmachen. Haben wir schon festgestellt. Das ist der gleiche Typ von eben und der hat gerade mit seiner Frau Stress angefangen, weil er das eben gesagt hat. Oh Gott, ich will noch nicht. Nein, ich bin noch nicht bereit. Ich dachte, das Intro geht noch weiter. Nein. Mann, ich wollte ihn betrachten. Wir können die Kamera umdrehen, ohne dass der Charakter sich dreht. Wir können ihn uns angucken, wie jung er aussieht. Guck mich an. Hör auf wegzugucken von der Kamera. Guck mich an, verdammt. Hey, sei nicht so schüchtern. Okay, er ist ein bisschen schüchtern unterwegs. Ganz ehrlich, wenn ich diese verranzte alte Tankstelle sehen würde, ja, wo hier so ein Auto steht, so ein Polizeiauto mit einer offenen Tür, welcher normale Mensch, oder auch das ganze Blut hier, welcher normale Mensch fährt hier ran und denkt sich, komisch, wieso bin ich hier hingefahren? Hätte ich eigentlich nicht machen sollen vielleicht, also, ganz normale Tankstelle. Vielleicht kann ich mir einen Tankstellen-Sushi holen, ganz normal. Können wir vorher mal tanken, so als Nummer sicher, falls wir abfahren müssen? Hallo, Tankfahrt. Nummer 2 einmal freimachen, bitte. Es geht nicht. Na, es geht nicht. Außerdem, ihm stehen diese Klamotten. Wow. Sonst sehe ich ihn immer nur mit dieser Uniform. Ein bisschen Kaffee. Was steht da? Enjoy the rich aroma. Okay. Ah, oh, Raccoon City. Oh, er reagiert sogar auf Regen. Wie cool. Ich habe bisher nicht, also jetzt mal zwei Sachen. Ich habe ja noch nicht so viel mit den ganzen Spielen zu tun. Also ich habe ein paar Teile gespielt, weil mich ein Freund dazu gezwungen hat. Damals hatte ich furchtbare Angst davor, die zu spielen. Ich habe die bei meiner Mutter immer zugesehen. Die hat damals immer auf der Playstation diese alten Teile gespielt. Ich fand die gruselig. Genau wie Silent Hill. Das waren die schlimmsten Spiele, die ich jemals, bei denen ich jemals zugesehen habe, weil es einfach das Gruseligste überhaupt ist. Für mich zumindest. Und, das hatte ich sagen, achso, Raccoon City. Ich habe nur die Filme dann gekannt damals, bevor ich die Spiele irgendwann mal gespielt habe und das Buch mal gelesen habe. Für mich war Raccoon City, also der zweite Teil, das war der allerbeste Teil von der Resident Evil-Reihe. Ich meine, später wurden die so abgespaced. So, die ersten drei Teile waren okay. Teil 2 war der beste, absolut der beste. Teil 3 fand ich auch noch ganz gut, außer Olivera. Ich werde nicht spoilern, aber Olivera. Und der erste war auch ganz nice. Aber der zweite war mein absoluter Liebling. Und was war meine zweite Sache, die ich sagen wollte? Ich glaube, ich habe sie vergessen. Leon, kannst du mir helfen? Ich glaube, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Fällt mir bestimmt noch ein. War bestimmt nicht so wichtig. So, erstmal gucken. Celebrating 100 Years of Service. Cortez Painting Company. 555-6344. Also, wenn ihr mal jemanden braucht für Malarbeiten, da bitte anrufen. Dingo Red Cigarettes. When life has you seen red, enjoy the wild taste of Dingo Red Cigarettes. Get wild. Now on sale. Ich meine, wenn das Leben uns rot sehen lässt, ja? Ein bisschen Zigaretten. Ich glaube, wir haben gerade da eben Blut auf dem Boden gesehen, also wird es Zeit, mal eine zu rauchen. Ein bisschen, einen kleinen Schmachter bekommen hier. Misol Gas Station. Hallo, Officer. Ist da noch irgendwas drin für uns? Nein. Ich weiß nicht, ob ihr es merkt, aber ich versuche verzweifelt,
Zeit zu schinden, um nicht in diesen Raum reingehen zu müssen. Also nicht in diese Tankstelle reingehen zu müssen. Ein bisschen Eis vielleicht. Für 2 Euro für Eis. Ist billiger als bei uns. War mal 2 Euro. Obwohl... Ah, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Das Spiel ist alt, richtig? Das sieht voll gut aus. Ich weiß nicht, ob es eine Neuauffassung ist oder irgendwas. Ich habe es geschenkt bekommen. Aber das sieht super aus. Ich meine, hallo? Ganz ehrlich, die Grafik finde ich teilweise besser als die ganz neuen Grafiken. Das muss nicht immer super mega realistisch aussehen. Das muss einfach schön aussehen. Fürs Auge schön. Und ich finde das hier sehr schön fürs Auge. Sehr angenehm. Hallo? Darf ich rein? Nur seine Hallo? Haare sehen nicht so toll aus. Irgendjemand da? Oh mein Gott, da ist sehr viel Blut, Leon. Du solltest gehen als Normalsterblicher. Hat er in dem Fall eigentlich schon seine... Oh mein Gott, seine Ausbildung oder so? Oder ist er gerade wirklich nur ein normaler Bürger? Hier atmen, das gefällt mir gar nicht. Hallo? Alles in Ordnung? Oh, geht's dir gut? Hallo? Bleiben Sie da. Ich komme zurück. Ich habe Angst. Das Monster ist bestimmt, kommt bestimmt gleich raus, wenn wir da hingehen. Oh. Oder jetzt... wieso führst du uns zum Monster? Willst du uns umbringen? Du wurdest gerade gebissen. Ey! Hey, was soll denn das? Was soll das? Wieso? Ich bin hier, um dir zu helfen und du sperrst mich ein? Du Penner! Oh, warum? Ich will da nicht lang gehen. Mann! Ich komme in Frieden. Bitte. Das hört sich gar nicht gut an. Warum hat er mich eingesperrt? Hallo? Komm runter. Officer, soll ich helfen? Zurückbleiben, Sir, nicht näher. Nein, nicht ablenken lassen. Nein! Oh, nicht, wieso? Da hilft ihm doch irgendwie. Ich schlag auf die eine oder so. Oh. Nein. Wir stehen nicht auf dem Menü. Stopp! Ich schieße! Was, wir haben eine Waffe? Wo haben wir plötzlich eine Waffe her? Schiffst du? Ah, du bist doch. Wieso lebst du denn noch? Mann! Officer? Okay, ich verschwende Munition, aber ich wollte sicher gehen. Man kann nicht mal in seinen Kopf reinschießen. Fängt ja schon mal toll an. Ich Munition verschwenden. Oh, oho, wir haben die Ecke der Schande gefunden. Und Schlüssel. Ja, Schlüssel, danke. Boah, eine geile alte Pizza. Komm, Leon, gönn dir ein Stück. Nach dem, was da gerade passiert ist, hast du doch bestimmt richtig Hunger, oder? Das Oreos? Oh ne, das ist irgendeine... Was ist das? Suppe? Oh doch, das sind Cerealien. Ich hab's gar nicht erkannt. Ha! Guck mal, deswegen wollte ich dich hier anschießen. Nee, das bist gar nicht du. Das kann nicht sein. Ich habe meine Munition verschwendet. Bitte lebt nicht. Ah! Nein! Ich habe meine Munition verschwendet. Kommt der hinterher? Ah! Oh! Oh! Oh, no! No, no, no! Lass mich raus! Warte! Lass mich raus! Ich kann es nicht benutzen! Lange raufschließen! Wir können darüber reden, bitte! Bitte! Bruno! Nein! Ah! Lass mich mal drauf! Nein! Bitte! Nein! Oh mein Gott! Was? Du bist doch nicht tot! Du wurdest gebissen! Sind wir immun? Oh mein Gott! Lauf! Da! Tür! Ah! Tür! Los! Mach auf! Was ist so? Ich muss nicht vorbei! Lass mich gehen! Was soll das? Du! Frau! Nicht schießen! Runter! Das ist eine Lüge! Ich hab gar keine Munition mehr! Wie konnte ich schießen? Jetzt geh raus aus dem Laden! Alles gut? Ja, denke schon. Danke.
Dank mir später, wenn wir sicher sind. Oh, oh Scheiße. Wir müssen jetzt aber nicht weiter schießen, oder? Hallo, das schaffen wir niemals. Ich hab null. Nimm dir eine Stange oder so. Schlag auf den Kopf ein. Mach irgendwas. Oh, Mann. Schreck mich doch nicht. Oh. Los jetzt. Rein da. Oh mein Gott. Festhalten. Gott sei Dank. Hat das Auto nicht versagt oder irgendwas? Was zur Hölle geht hier vor? Keine Ahnung. Hoffentlich haben die mehr Infos auf der Polizeistation. Warte, du bist Cop? Ja, Leon Kennedy. Und du bist? Claire. Claire Redfield. Wohnst du hier? Nein. Ich suche meinen Bruder. Ist auch Cop. Tja, gut, dass wir uns getroffen haben. Ich weiß nicht, was noch auf uns zukommt. Heißt das, wir hätten eben aussuchen können, wem von beiden wir spielen? Wenn wir jetzt eh Claire bei uns haben, kann das sein, dass wir entweder Claire oder Leon spielen? Und wir haben jetzt Leon deswegen. Ganz ehrlich, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich trotzdem Leon genommen. Also bin ich ganz zufrieden mit der Entscheidung. Aber mein Gott, mein Herz. Ich habe mich gerade schon so erschrocken. Wie kann das denn auch das Rest des Spieles werden? Ah, das kann nicht wahr sein. Das Intro sieht echt geil aus, Mann. Das sieht echt cool aus. Oh, ich freue mich richtig auf das Spiel, ganz ehrlich. Mein Herz kickt. Adrenalin kickt immer noch. Ah. Kennt ihr das, wenn ihr euch gerade erschrocken habt und dann alles um euch herum ist dann auch gruselig? Ich habe eben, als ich mich so erschrocken habe, erstmal meinen Kopf zur Seite geschleudert, weil ich dachte, neben mir steht auf einmal was. Aber was war es im Endeffekt? Es war eine Strähne vor meinem Haar. Ich hasse es. An alle Einwohner. Mein Herz erträgt das nicht. Aufgrund des stadtweiten Ausbruchs wird Ihnen empfohlen, in der Polizeistation von Raccoon City Zuflucht zu suchen. Lebens- und Arzneimittel werden allen Bedürftigen kostenfrei zur Verfügung gestellt. Oh mein Gott, das kann nicht wahr sein. Die Polizeistation ist nicht mehr weit. Die werden mehr wissen. Ja, aber was, wenn wir die Einzigen sind? Wenn es keine Überlebenden... Nein, die Stadt ist groß. Da muss es doch welche geben. Das sieht nicht sehr hoffnungsvoll aus. Wir müssen wohl zu Fuß gehen. Ich will aber nicht, Leon. Nein, ich will jetzt richtig zu Fuß gehen. Ja, gute Idee. Ach, Schande. Leon, fahr rückwärts. Können wir nicht eine Sekunde Verschnaufspause haben, bitte? Wer ist das denn jetzt? Bitte sperr nicht unseren Weg. Ist das unsere Rettung? Es ist der Truckfahrer! Heilige Scheiße. Claire, steig aus! Steig aus, jetzt! Moment, der fährt einfach durch? Ich kann nicht! Ich dachte, er kommt zu unserer Rettung! Festhalten! Was? Ich dachte, er kommt zu unserer Rettung! Oh no! Oh, haben wir ein Glück gehabt! Oh, der arme Mann! Er war unser Held bis zum Tode. Er hat angefangen, ein Held zu sein, als er diesen Burger gegessen hat. Und jetzt... Ah. Rest in peace. Oder in pieces. Ja, in pieces, eindeutig. Oh nee, das war unser Auto. Nevermind. Okay, zweimal nevermind. Rest in peace ist trotzdem an ihn. Der Arme. Claire! Ja, wo Claire, ist Claire? Alles klar? Claire? Ja, mir geht's gut. Was ist mit dir? Ah, mir geht's bald nicht ich mehr gut. Ich muss weg hier, ist nicht sicher. Geh schon weiter. Ich treffe dich bei der Station. Ach so, deswegen ich zwei verschiedene hin. Charaktere auswählen. Wir haben das andere Wege. Chaos. Wo kann ich denn lang gehen?
Du bist ja neben mir. Ich will nicht durch die Straßen. Da ist ein Weg. Wie will ich durch die Straßen laufen? Du siehst mich nicht, okay? Ey, wir hatten eine Abmachung. Scheiße. Sind alle so. Ich will nicht. Ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. Da ist sie. Die Polizeistation. Mann, sind hier viele Autos. Oh, kann ich irgendwie hocken oder so? Ups. Da ist ja auch jemand. Ich kann nicht woanders lang gehen, oder? Ich denke nicht. Ich würde gerne langsam gehen. Ich würde gerne sneaken, aber ich kann nicht. Alles gut, Zombies. Ich bin auf Durchreise. Wir können Freunde sein, okay? Peace? Frieden? Oh, hallo, Sir. Geht's Ihnen gut? Er hat Geräusch gemacht. Komm wieder rein, bitte. Oh, die Tür ist offen, Gott sei Dank. Haben wir ein Glück, dass das Tor offen ist. Gott sei Dank, Mann. Ihr könnt mich alle, ihr könnt ja alle nicht hinterher kommen. Ich würde euch abschießen, aber ich kann nicht. Das ist meine Warnung an euch. Ein zuckender Arm. Ich muss wahrscheinlich da rein, aber ich will mich umgucken. Oh. Leichensäcke. Können wir drauf stellen? Uns draufstellen oder so? Können wir drauf tanzen? Tritt die Leiche! Bevor sie wieder aufsteht! Tritt sie! Oh Mann. Oh, hier komme ich nicht durch. Geht der nach unten? Oh nein. Ich will nicht irgendwann unten sein. Ich mag unten nicht. Ihr könnt mich mal! Ey, ich geb die andere Seite. Hier geht's auch nicht lang, ne? Nö. In der Polizeistation sind bestimmt auch 50.000 Zombies. Wir haben sowieso kein Glück. Also finden wir bestimmt auch nur Zombies. Ich hoffe, wir sehen Claire wieder. Ich würde auch gerne Munition finden. Das wäre ganz schön. Keep out. Ich meine, das steht out, aber das sieht aus wie ein Y. Keep out, Leute. Keep out. Keep outern. Geht wohl an die Kühe. Ihr sollt weiter äutern. Was? Die Karte benutzen. Der Kartenbildschirm ist nicht nur nützlich, um sich die gegenwärtige Position und Umgebung anzusehen. Er zeigt auch interessante Details sowie Objekte an. Und die sie zwar gefunden, aber nicht aufgenommen haben. Okay. Wie war das mit M? Yes, mit M. Das geht bestimmt noch nicht. Das geht? Es geht nicht. Ich hätte mich schwer gewundert, wenn das gehen würde. Aber ganz ehrlich, so viel Blut wie da unter ist. Ist irgendjemand hier? Ist vielleicht nicht so gut, wenn wir da runterkommen. Die Map kenne ich doch. Aus Dead by Daylight. Hey! Da kann ich mich ein bisschen aus. Naja, falls es das gleiche Layout hat. Oh, Munition. Danke. Mal nachladen. Oh, speichern. Gott sei Dank. Jetzt fühle ich mich direkt besser. Was ist das? Ein PC? Hallo, PC, Mann? Frau? Google? Kameras? Irgendjemand muss doch hier sein. Ah, da. Wer ist das? Ein Mann. Nicht gut. David, Marvin, seid ihr da? Es gibt einen Weg raus. Steht hier drin. Wer ist das? Können wir dem helfen? Kann der uns helfen? Nein, bitte, nicht dem. Lauf! Ostkorridor, wir müssen zu ihm gehen. Wir müssen ihm helfen. Warte, wo steht Ost? Wo steht Ost? Break Room? Da unten, Ost. Typ suchen. Ja, wir sollten ihm helfen. Aber erstmal will ich den Tisch weiter angucken. Der Typ muss so lange warten. Ist das ein Lager? Ist das ein Lager? Lass mir erstmal alles angucken, ja? Was ist das? Da müssen wir bestimmt irgendwie was aufschneiden mit Schere oder so. Können wir hier lang? Der Schlüssel geht bestimmt nicht. Nein, leider nicht. Mach keine Geräuschetür, okay? Ich bin ganz zufrieden, alleine hier zu sein. Wir müssen irgendwas da... drei Embleme oder sowas da rein tun.
Okay, der Ostkorridor ist auf der Seite, ne? Raum der Wache. Die blinkt, also müssen wir wahrscheinlich da hin. Sag mal, knurrst du rum, Leon? Knurr doch nicht. Ist ja super. Knurr doch nicht. Das ist super seltsam. Knurrt und stöhnt hier aus dem Nichts. Hör auf damit, bitte. Muss man den Code eingeben? Oh. Ich rate jetzt einfach. So. War das richtig? Nein. War nicht richtig. Nochmal. Wir raten. So, das und das. Das ist es. Moment. Eben hat es ein Geräusch gemacht. Und jetzt macht alles nur diesen Knacken. Hatten wir das schon offen bekommen? Ach, da ist irgendwas draußen. Oh, und ich habe mich cool gefühlt, weil ich dachte, ich habe es beim ersten Mal hinbekommen. Mann, bete mich doch nicht so ein Spiel. Na komm. Wir betrügen das Spiel. Wir kriegen das hin, ohne dass wir... Ohne dass wir was rausfinden müssen. Das kann nicht zweimal Fisch sein. Ah! Es macht nichts. Schade. Egal. Darum kümmern wir uns mal anders. Denke ich mal. Die Map ist wirklich gleich aufgebaut wie in Dead by Daylight. Ich bin erstaunt, wie gut Dead by Daylight das umgesetzt hat. Hier ist da ein Licht oben. Huch, ich habe daneben geschossen. Das hat mir nichts gebracht. Das war nur Verschwendung. Aha, Dead by Daylight hat hier eine Tür gebaut. Die ist gar nicht da. Ich habe einen Fehler gefunden. Die Lüge. Und hier war ein Loch. Oder? War das hier? Ich glaube, da war ein Loch irgendwo. Kräuter. Ja, einmal bitte grünes Kraut. Das brauche ich zum Heilen. Was zum Lesen? Eine Stadtbroschüre. Willkommen in Raccoon City. Raccoon City. Raccoon City ist nicht nur das Zuhause der Pharma-Riesen Umbrella Corporation, sondern auch eine pulsierende, dynamische Stadt mit einer langen Geschichte. In diesem Führer stellen wir Ihnen einige ungewöhnliche Sehenswürdigkeiten an unserer Stadt vor. Die Polizeistation von Raccoon City, das Gebäude in der Stadtmitte, war nicht immer eine Polizeistation. In ihm befand sich früher ein Kunstmuseum. Zahlreiche Merkmale wie der ungewöhnliche Uhrenturm und die Göttinnenstatue in der Eingangshalle erinnern an diese Zeit. Das Waisenhaus. Nur wenige Häuserblöcke von der Polizeistation befindet sich ein von der Umbrella Corporation mit Hilfe zahlreicher Spenden von Unternehmen und Bürgern gegründetes Waisenhaus. Das Gebäude ist für sein Buntglasfenster bekannt, das Besucher aus aller Welt anzieht. Ich weiß ja nicht, ob ich mein Kind in ein Waisenhaus stecken würde. Also jetzt mal erstens, ich würde es gar nicht in ein Waisenhaus stecken, aber zweitens würde ich es nicht in ein Waisenhaus stecken, was von Umbrella gefundet wurde, auf gar keinen Fall. Das ist nie eine gute Idee. Auch können wir hören vielleicht? Ich habe keinen Knacken gehört. Das hat uns das doch nicht so einfach gemacht, wie ich dachte. Wie ich gehofft hatte. So, gehen wir aber hier raus. Oh, Schlüssel? Ey, ich komme da gar nicht raus. Manno, das war umsonst. Wieso bin ich hingegangen? Ich hatte Hoffnung. Ich dachte, wir müssen direkt dahin. Nein, dürfen wir nicht. Wir müssen auf die andere Seite. Außerdem ich Reiseführer-Broschüre, die wir gerade gelesen haben. Es ist sehr fragwürdig, dass wenn du für deine Stadt werben möchtest, eine Sache, die im Reiseführer drin steht, ist, wir haben ein Waisenhaus. Das in der Nähe ist von der Polizeistation. Hm. Ist das nicht cool, Leute? Kommt vorbei, schickt eure Kinder da rein. Wir haben doch ein paar Plätze frei. Okay, da auch nicht. Können wir denn auch mal irgendwo rein? Oh, hier ist ja gar nichts. Hä? Habe ich was falsch gemacht? Aber mein Schlüssel geht doch gar nicht. Heilende Objekte. Ja, das weiß ich. Mein Schlüssel geht doch gar nicht. Das ist ja nur für die Tankstelle. Was mache ich denn nun? Kann ich irgendwie doch raten oder sowas? Unten ist da noch ein Eingang.
Oder haben wir irgendwo Schlüssel übersehen? Was ist das denn? Ich will es gar nicht wissen, was da drin ist. Ich glaube, ich kann damit auch nichts machen. Ich glaube, wir haben irgendwas übersehen. Leon, hör auf rumzustöhnen. Was ist denn los mit dir? Haben wir ein Messer oder so? Können wir das nicht so aufratschen mit dem Schlüssel? Nö.